Da es nächste Woche sehr heiß werden soll, dachte ich mir, dass wir doch einen Ausflug in den Aquapark machen könnten. Juhu! Oh ja, gute Idee. Ich freue mich schon richtig darauf. Seid bitte alle pünktlich um 8 Uhr hier und nehmt eure Badesachen mit. Außerdem ein Handtuch und Sonnencreme. Hier sind deine Badesachen. Ich wünsche dir viel Spaß. Danke, Mama. Werde ich bestimmt haben. Am liebsten würde ich auch mitkommen. Es ist so heiß heute. Geht mir genauso. Mann, ich schwitze total. Es ist so heiß. Ja, meine Mama sagt, es sind 32 Grad. Zum Glück gehen wir heute in den Aquapark. Warte mal, Dennis, wie kannst du so herumlaufen? Wieso? Es ist gar nicht so heiß. Also, manche Leute sind wirklich komisch. Guten Morgen. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurem Ausflug. Danke. Wir gehen direkt los. Haltet euch im Aquapark bitte an die Regeln. Oh nein, ich glaube, ich habe mein Pausenbrot zu Hause vergessen. Was soll ich denn essen? Bestimmt kannst du dir im Aquapark etwas kaufen. Stimmt, glücklicherweise habe ich Geld dabei. Cool, da vorne ist schon der Aquapark. Ja, genau, wir sind da. Guten Tag, wir sind eine Schulklasse mit 7 Kindern und einer Lehrerin. Alles klar, das macht dann 20 Euro bitte. Hier, bitte sehr. Hier ist doch ein schöner Platz. Ihr könnt euch jetzt umziehen und dann cremt ihr euch bitte ein. Hier ziehe ich noch eine Schwimmweste an, Maya. Toll, dass du auch mit uns schwimmen kannst. Ja, das stimmt. Ups, also ein neues Outfit wollte ich nicht gleich haben. Kein Problem, da kannst du mir was abgeben. Ich habe meine Sonnencreme nämlich zu Hause vergessen. Okay. Gut, ihr könnt ins Wasser. Und denkt daran, die Bademeisterin und ich werfen ein Auge auf euch. Kommt, wir gehen zuerst zur großen Rutsche. Aber erst duschen. Na gut. Yay, ich kann ins Wasser. Aber vorher kann ich Benedikt ja pranken. So, schnell auf Kaltwasser drehen. Kann ich vor dir, Bennett? Ja, okay. Nein, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ausgerechnet Pia. Ah! Mann, Tim, hast du das Wasser kalt gedreht? Na, warte, das bekommst du noch zurück. Oh je, dann muss ich ab jetzt richtig gut aufpassen. Und jetzt endlich rutschen. Juhu! Das hat richtig viel Spaß gemacht. Jetzt ich. Cool, von hier aus hat man eine perfekte Aussicht. Aber Moment mal, ist das da drüben nicht diese Frau Vulkan? Oh nein, wenn sie mich sieht, dann bin ich dran. Ich kann ja rückwärts rutschen. Halt, das ist viel zu gefährlich. Mann, wie peinlich. Und Frau Vulkan hat mich jetzt gesehen. So ein Mist. Das war cool. Hey, du da! Ich habe dein ungezogenes Verhalten letztes Jahr natürlich nicht vergessen. Das war ja wohl die Höhe. Wolltest du dir keine zweite Kokosmilch holen? Ja, du hast recht, Jochen. Dankeschön. Gern geschehen. Guck mal, Maya, hier kannst du dich in eine Badeente setzen. Ja, das ist eine gute Idee. Dann kann ich auch meine Schwimmweste ausziehen. Das ist sehr lustig. Wow, das war richtig schnell. Das macht so viel Spaß. Jungs, lass uns alle zusammenrutschen. Ja, gute Idee. Halt ihr da oben! Nur einer zur Zeit rutschen! Och, das wäre Mann. So lustig gewesen. Das ist ja wohl die Höhe. Das kann doch nicht sein, dass sie keine Kokosnüsse mehr haben. Doch, sie haben die letzten ausgetrunken. Dann sorgen sie für eine neue Lieferung.
Oh, was ist denn da los? Da muss ich schnell hin. Leute, die Bademeisterin guckt gerade nicht. Wir können schnell rutschen. Oh nein, Frau Adler. Also wirklich, Jungs. Das erzähle ich der Bademeisterin. Was? Das war natürlich nur ein Spaß. Pia, hast du die Blicke von den Jungs gesehen? Ja, ihnen ist vor Schreck bestimmt das Herz in die Badehose gerutscht. Frau Adler, wollen Sie nicht auch ins Wasser? Ach, ich weiß nicht. Kommen Sie, das macht richtig viel Spaß. Also gut. Zuerst müssen Sie unbedingt die Rutsche ausprobieren. Na, wenn ihr meint. Das war nicht schlecht, nur etwas zu schnell. Jetzt habe ich aber richtig Hunger. Ja, ihr könnt alle eure Pausenbrote essen. Und Felix, du darfst dir etwas kaufen. Ich habe richtig leckere Wassermelonen dabei. Die hätte ich auch gerne. Als ob du das alles essen willst. Oh doch. Und jetzt dürft ihr euch noch was beim Kiosk aussuchen. Ich bezahle. Juhu! Eigentlich wollte ich hier chillen. Kein Problem, ich kann dir etwas kaufen. Okay, ein Eis wäre gut. Psst, Anni. Ja, gute Idee. Hier, Tim. Was, eine Banane? Ja, sie hatten leider kein Fruchteis mehr. Da habe ich dir einfach echtes Obst mitgebracht. Was? Nein, Spaß. Das ist meine Rache für vorhin. Hier hast du ein Eis. Puh, danke. Und jetzt wieder ins Wasser. Halt, doch nicht nach dem Essen. Ach, diese Klasse. Wo ist eigentlich Frau Vulkan hin? Das habe ich gesehen. Das war so. Also, wenn Sie hier keine Kokosmilch haben, dann gehe ich. Zum Glück. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Geschichte gefallen hat. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.